Damit kommen wir zu Tagesordnungspunkt 6. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/4439, sicheren Aufenthalt für Edward Snowden in Deutschland, Ausrufezeichen. Ich darf hinweisen auf den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/4439. Der wurde gemäß § 82 Absatz 2 Ziffer b unserer Geschäftsordnung vom Plenum an den Ausschuss für Europa und eine Welt überwiesen, mit der Maßgabe, dass eine Aussprache und Abstimmung erst nach Vorlage einer Beschlussempfehlung erfolgt. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Europa und eine Welt liegen als Drucksache 19/5079 vor. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Piratenfraktion Herrn Kollegen Schwert das Wort. Herr Präsident, liebe ausspionierte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte, total überwachte Damen und Herren auf der Tribüne und am Stream. Wir feiern heute ein trauriges Jubiläum. Vor genau einem Jahr wurden die ersten Enthüllungen Edward Snowdens bekannt. Seitdem wird er von der US-Regierung verfolgt, der Snowden mehrfachen Verfassungsbruch nachgewiesen hat. Die USA haben seinen Pass eingezogen und üben massiven Druck auf alle Regierungen aus, die ihm sicheren Aufenthalt gewähren wollen. Menschen, Journalisten und Abgeordnete werden bedroht, nur weil sie mit ihm sprechen wollen. Ausgerechnet in Russland hat Snowden befristetes Asyl gefunden, wahrlich kein Hort von Demokratie und Freiheit. Und warum? Weil alle anderen Staaten, inklusive Deutschland, sich vor den Wildwestmethoden der USA wegducken. Das ist armselig. Dabei haben wir Snowden unendlich viel zu verdanken. Durch ihn wissen wir, dass Deutschland und gerade NRW im Fokus der Five Eyes Spionageallianz steht. Dank Snowden wissen wir, dass die Überwachung durch westliche Geheimdienste totalitär ist. Dank Snowden wissen wir, dass US-amerikanische und britische Geheimdienste die Kommunikation unserer Verfassungsorgane ausspionieren, bis hin zum Handy der Kanzlerin und anderer Regierungsmitglieder, auch auf Landesebene. Keiner hier im Saal sollte glauben, er wäre davon ausgenommen. Wir sollten Edward Snowden aus mehreren Gründen nach Deutschland holen. Zuallererst, weil wir unsere Verfassung ernst nehmen. Zweitens, um Snowden zu schützen. Drittens, weil wir ihn als Kronzeugen brauchen. Er kann uns detailliert Auskunft darüber geben, welche Verbrechen westliche Geheimdienste in Deutschland begangen haben und fortwährend begehen. Snowden war ausgebildeter Geheimagent mit einer Tarnidentität und mit der Überwachung Deutschlands selbst befasst. Er wird persönlich noch sehr viel mehr Informationen haben, als bislang bekannt wird. Snowden muss Gelegenheit haben, vor einer deutschen Staatsanwaltschaft und vor deutschen Untersuchungsausschüssen frei, ohne Angst vor Abhörung oder Nachteilen auszusagen. Dies müsste Staatsräson sein. Und viertens, schlicht und ergreifend, als Zeichen unseres Dankes. Schließlich, wie wollen wir zukünftig mit Whistleblowern umgehen? Niemand hier im Saal spricht Snowdens Enthüllungen seine Bedeutung ab. Wie sollen zukünftig Menschen den Mut finden, Skandale aufzudecken, wenn wir so schäbig mit Snowden umgehen? Das ist eine Schande. Unsere Regierung ist zu feige, Snowden aufzunehmen oder anzuhören. Wichtiger als Demokratie und Freiheit ist ein sogenanntes Staatswohl. Doch wo steht denn dieses Staatswohl im Grundgesetz? Was ist denn diese transatlantische Freundschaft? Greift man Bürgerrechte von Freunden an? Hört man die Kommunikation befreundeter Regierungen ab? Wird Deutschland von der NSA als lohnendes Angriffsziel bezeichnet, weil wir so gut befreundet sind? Eine Regierung, die die Totalüberwachung der deutschen Gesellschaft so ungerührt hinnimmt, ohne die Verantwortlichen in den USA und England in die Schranken zu weisen, die leidet an einem akuten Minderwertigkeitskomplex. Wer im Namen der Freundschaft bereit ist, alles hinzunehmen, der verwechselt Freundschaft mit Unterwürfigkeit und Kriecherei. Ich finde das widerwärtig.
Edward Snowden hat alles aufgegeben, was er besaß, damit wir in Freiheit leben können. Er war nie auf seinen persönlichen Vorteil bedacht. Er verkörpert Werte, die manchen Politikern offensichtlich fehlen: Aufrichtigkeit, Mut und staatsbürgerliche Verantwortung. Es gibt nur einen Grund, warum Edward Snowden nicht nach Deutschland kommt: Feigheit vor der Realität und ein jämmerliches Versagen im Amt, ein Verrat am Amtseid. Das ist beschämend. Ersparen Sie sich uns und uns allen, weiterhin ein derartiges Resümee ziehen zu müssen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Schwert. Und nun spricht für die SPD-Fraktion Herr Kollege Münchow. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Schwert, ich muss gerade sagen, ich stehe jetzt hier vor dem Landtag Nordrhein-Westfalen. Ich glaube aber fast, ich stehe eigentlich vor dem Bundestag. Ne? Weil die Rede, die Sie gerade gehalten haben, ist leider hier der völlig falsche Ort. Ich meine, Sie haben das vielleicht, wenn Sie sich schon mit der Verfassung beschäftigen, sollten Sie sich vielleicht auch mit den verfassungsgebenden Organen insgesamt beschäftigen und werden dabei feststellen, dass der Landtag von Nordrhein-Westfalen weder für die Sicherheit von Herrn Snowden sorgen kann, noch ihn irgendwie anders schützen kann. Dazu ist das Land Nordrhein-Westfalen nicht in der Lage. Ich gehe auch sicher davon aus, dass alle anderen Redner, die gleich reden werden, dasselbe sagen werden zu dem Thema. Herr Kollege, stellen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Schwert? Natürlich gestatte ich eine Zwischenfrage. Bitte schön. Ja. Herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Dann stelle ich aber die Frage, wer ist denn zuständig dafür, die 18 Millionen Einwohner Nordrhein-Westfalens vor der Verletzung ihrer Privatsphäre und die 760.000 kleinen und mittelständischen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen vor Wirtschaftsspionage zu schützen, wenn nicht das Land Nordrhein-Westfalen, wenn es sonst niemand tut? Ist da niemand für zuständig? Vielen Dank, Herr Schwert. Doch, natürlich. Wir haben doch gerade festgestellt, dass es eine Ordnung gibt, eine freiheitlich-demokratische Ordnung. Dafür ist zuständig die Bundesregierung und nicht das Land Nordrhein-Westfalen. Aber Sie werden vielleicht gleich im weiteren Verlauf meiner Rede auch vielleicht sogar zum selben Schluss kommen. Bin ich mal gespannt. Sie können ja gerne zuhören. Im Kampf gegen den Terrorismus müssen wir eben alle Opfer bringen. Wer wird denn da so empfindlich sein? Ich finde, das darf man eben nicht machen. Natürlich sind wir nicht im Kampf gegen den Terrorismus und müssen genau diese Opfer bringen, auf die Sie gerade hingewiesen haben, Herr Schwert. Nein, natürlich nicht. Natürlich ist es nicht hinnehmbar, dass das Handy der Kanzlerin abgehört wird. Aber natürlich ist es auch nicht hinnehmbar, dass wir hier als Abgeordnete, aber auch Sie, liebe Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne und alle anderen, die zuhören, dass Sie abgehört werden von einem amerikanischen oder von einem britischen Geheimdienst. Das ist in der Tat nicht das, was wir uns vorstellen. Das ist nicht das, was wir wünschen, was mit uns gemacht wird. Und darauf werde ich auch ganz klar eingehen. Das ist nicht unsere, das wollen auch wir nicht. Aber dass Edward Snowden daran einen großen Teil beigetragen hat, dass wir überhaupt wissen, dass das passiert, ganz klar. Dafür gebührt ihm unser Dank. Das muss ich sagen. Aber ihn hier als Helden hinzustellen, ein Spion des amerikanischen Geheimdienstes, der vorher uns ausgespäht hat, genau das hat er nämlich getan, sonst hätte er diese Informationen nicht, dann sage ich ganz offen, den in diesen Status zu heben, das ist nicht meine Welt. Ich werde auch nicht bei irgendeinem anderen Ding einen Kronzeugen dann plötzlich zum Helden machen, der er nie war. Natürlich hat er Dinge getan, die uns in der Tat weiterhelfen. Da reicht auch ein kleiner Blick ins Strafgesetzbuch 202a, Ausspähen von Daten. Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherungsverschaft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das würde übrigens auch gelten für Herrn Snowden, wenn er in Deutschland wäre. Aber jetzt kommt meine wichtige Frage. Wer will ihn denn eigentlich schützen in Deutschland? Wer will denn überhaupt oder will Herr Snowden denn überhaupt nach Deutschland? Weil diese Frage stellt sich nämlich auch. Ich habe gerade gehört in der letzten Woche, dass Herr Snowden Asyl beantragt hat in Brasilien. Ich wusste nicht, dass Deutschland jetzt oder Brasilien ein Teil von Deutschland ist, auch wenn die Fußballweltmeisterschaft dann in den nächsten Tagen stattfindet. In der Tat, es ist ein wirkliches Dilemma, Herr Schwert und Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, dass immer wieder dieser Antrag nach vorne gespült wird, der hier nicht hingehört. Sie haben natürlich keine parlamentarische Vertretung im Bund, das ist Ihr Problem, gebe ich durchaus zu. Aber das können nur die Wähler ändern und die werden das nicht ändern. Das Herr Kollege, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage von Herrn Schwert? Natürlich. Bitte schön, Herr Schwert. Ja, herzlichen Dank, dass Sie das noch mal zulassen. Ich war gerade ein bisschen konsterniert, deswegen die Frage, finden Sie es nicht auch absurd, hier Edward Snowden in Ausspähen von Daten als
Straftatbestand vorzuwerfen und sich aber nicht darüber im Klaren zu sein, welche Straftaten hier die NSA in Deutschland täglich begeht. Vielleicht warten Sie einfach auf den Rest meiner Rede, aber ich habe ja noch ein klein bisschen Redezeit und dann werde ich Ihnen das sicherlich noch sagen. Ich habe nämlich in der Tat die Hoffnung und gerade heute ist ja zumindest, oder gestern haben wir gesagt, ist der Generalbundesanwalt ja als der Zuständige, der diese Straftaten verfolgen muss, ja zumindest beim Kanzlerin-Handy auf den Trip aufgesprungen und nimmt jetzt zumindest mal Untersuchungen auf. Ich erwarte übrigens auch, das sage ich Ihnen auch ganz offen, dass eben genau wegen dieser anderen Vorgänge auch dort in der Tat unsere Justiz, unsere unabhängige Justiz in der Tat was unternimmt. Aber eben nicht der Landtag dieses Landes Nordrhein-Westfalen. Natürlich erwarte ich vom Generalbundesanwalt, dass er gegen diese massenhafte Aussperrung von Amerikanern und Engländern gegen, und das muss man sich auf der Zunge ziehen, Verbündete, Sie haben recht, das sind unsere Verbündeten. Das geht nach meiner Auffassung gar nicht. Ich hatte mir das erwartet von Chinesen und von Russen, aber nicht in der Tat von unseren Freunden. Und ich finde auch, in der Tat, richtig ist es, das muss verfolgt werden in der Bundesrepublik. Das ist auch ein Straftatbestand, so steht es im Strafgesetzbuch und deswegen musste auch was passieren. Aber Fakt ist, dieser Landtag ist eben dafür nicht zuständig und deswegen werden wir in der Tat Ihren Antrag heute letztmalig glücklicherweise ablehnen. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Münchow. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Kollegin Freifrau von Böselager. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieben Zuschauer, ich persönlich halte Edward Snowden für eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Ein Mann, der als Spion seinem Land ja dienen wollte. In einer solchen Position kommt man mit 30 Jahren nur, wenn man über eine besondere Intelligenz und Schleue verfügt. Über die Tragweite seines Handelns war er sich sicher bewusst. Sein Spezialwissen von der unbegrenzten Durchdringung des NSA-Überwachungsapparates für den Alltag der Bürger durch Bewegungsprofile von Mobiltelefonnutzern, die über Jahre gespeichert wurden, dieses Wissen hatte ihn bestimmt letztlich dazu bewogen, die Welt vor einem Jahr zu informieren. So sind wir uns bestimmt über Parteigrenzen einig, und das wurde ja eben also auch schon deutlich, dass wir Herrn Snowden dankbar sein müssen, dass er uns diesen Dienst erwiesen hat. Für unsere Erkenntnis nämlich, dass Orson Welles ist auch jetzt schon überall und dass wir großen Respekt vor einer offenkundigen Entscheidung aus Gewissensgründen haben, die alle persönlichen Nachteile in Kauf nimmt. Aber auch das wurde eben schon gesagt. Leider befinden wir uns in dem grundsätzlichen Dilemma, mein lieber Kollege von den Piraten, dass wir hier im Landtag dieses nicht lösen können, weil wir einfach nicht zuständig sind. Den Bruch mit dem positiven Recht in einer rechtsstaatlichen demokratischen Ordnung gegen das Motiv der Öffentlichkeit einen höheren Dienst zu erweisen. Die Frage nach dem, was an Erkenntnissen unterm Strich bleiben wird und wie das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit neu justiert werden kann. Die Entscheidung, ob die Sicherheitsinteressen unseres Partners massiven Schaden entstanden sind. Dazu wissen wir im Moment auch hier zu wenig. Uns fehlt also leider faktisch die Zuständigkeit, ebenso für diplomatische Intervention wie für rechtspolitische Spekulationen. Das wurde ja auch schon im Ausschuss mehrfach diskutiert. Und ich denke, wir haben es intensiv also auch schon damit auseinandergesetzt. Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, es ist nun schon mehrfach gesagt worden, dass wir hier also die Themen, die im Bundestag zu diskutieren sind, nicht auf Landesebene herunterbrechen können. Ich glaube, ich kann dies auch an diesem Antrag so festmachen.
Wir sehen keine Möglichkeit, dass wir hier vom Nordrhein-Westfälischen Landtag aus im Moment einen sinnvollen Beitrag leisten können. Wenn wir das könnten, wäre ich sicherlich dabei. Wir können aber noch einmal das Problembewusstsein hier dokumentieren, was wir ja heute auch machen. Auch aus der weiteren Erkenntnis zu der NSA-Affäre die richtigen Schlüsse für uns selbst zu ziehen und mit unseren Partnern in den zuständigen handelnden Gremien in eine konstruktive und wachsame und intensive Verbindung zu bleiben. Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der Bundesregierung, dem Europäischen Parlament oder auch in der Kommission. Angesichts dieser komplexen Sachlage gibt es im Moment keine schlüssige Alternative. Und ich setze darauf, dass hier der Untersuchungsausschuss in Kooperation mit der Bundesregierung die Abwägung der Rechtsgüter auch über die übergeordneten Belange sorgfältig prüfen wird. Die Bundesregierung hat ja auch im Ausschuss aktuell eine neue Stellungnahme hier zugeleitet. Offenbar stehen noch weitere Prüfungen an und ich bin sicher, wenn es eine Möglichkeit gibt, Herrn Snowden auch wirklich hier eine Sicherheit in Deutschland zu gewähren, dann wird man also bestimmt also diese Möglichkeit auch nutzen. Leider müssen wir aus dem Grunde heute Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die Grüne Fraktion spricht nun der Fraktionsvorsitzende, Herr Priggen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will das ganz klar sagen, für mich ist Edward Snowden ein klassischer politischer Flüchtling. Der hat uns das bis dahin nicht vorstellbare Ausmaß an Spionage gegen unser Land aufgedeckt. Wir wussten, dass es geheimdienstliche Tätigkeiten gibt. Wir wussten, dass viele tätig sind. Aber dass es ein solches Ausmaß haben würde, haben sich viele Menschen hier nicht vorstellen können. Und dass das Ausmaß von unserem Verbündeten, von den USA kommt und dass auch Großbritannien in massivem Umfang dabei ist, Wirtschaftsspionage und Spionage innerhalb der EU gegen uns zu machen, haben wir uns auch nicht vorstellen können. Diese Lauschangriffe sind nach unserem Recht rechtswidrig. Und Snowdens Verdienst ist, dass er diese Praxis transparent gemacht hat. Und er zahlt dafür einen hohen Preis. Er hat seine Heimat verloren, seine Familie, seine Freunde. Und es ist schon ein Stück weit beschämend, dass der Einzige, der ihm im Moment einen sicheren Aufenthalt anbietet, ausgerechnet Putin ist. Es ist schon beschämend, dass wir als Deutschland und auch, dass wir als Europa zwischen Polen, Portugal, Norwegen und Sizilien nicht in der Lage sind, in Europa einem solchen Menschen zu garantieren, dass er unversehrt ist und hier bleiben kann und dass an der Stelle ihm nicht nachgestellt wird und er nicht verfolgt wird. Das ist schon beschämend. So. Es ist auch so, dass seine Aussagen für die deutschen Ermittlungsbehörden wichtig sind. Und deswegen wäre es richtig, und weil wir ein hohes Interesse an den Aussagen haben, dass wir ihm einen sicheren Aufenthalt gewährleisten. Und das deutsch-amerikanische Auslieferungsabkommen steht dem in keinster Form entgegen, weil in diesem Auslieferungsabkommen detailliert geregelt ist, dass, wenn es sich um politische Delikte handelt, nicht ausgeliefert werden muss. Und es ist ein politisches Delikt, was ihm vorgeworfen wird. Das heißt, die Entscheidung darüber, ob er einen sicheren Aufenthalt hier bekommt, ist eine Entscheidung Deutschlands. Und sie wäre möglich an der Stelle. Und wir wissen aber, Sie haben den Antrag im November gestellt, wir haben Monate der Diskussion gehabt, wir wissen, dass unsere Bundesregierung seine Vernehmung in Deutschland nicht wünscht und dass sie den sicheren Aufenthalt hier nicht gewährleisten will. Und der Grund, der immer wieder dann auch gesagt wird, ist die Gefährdung der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Das ist die Überlegung in Berlin. Jetzt kann man sagen, eine Freundschaft müsste sich auch dadurch zeigen, dass man auch bei kritischen Stellen den Freunden sehr deutlich sagt, hier sind Grenzen, die ihr nicht überschreiten dürft, ohne dass man die Freundschaft in Frage stellt. Das müsste auch eine Qualität sein. Und das müsste Europa zusammen oder auch Deutschland leisten. Und jetzt wissen wir, und das ist das Fazit, die Bundesregierung lehnt eine Vernehmung in Deutschland ab.
Nur der Bundestagsabgeordnete Ströbele, unser grüner Kollege, ist der Einzige gewesen, der nach Moskau zu Snowden gefahren ist, mit ihm geredet hat. Und Ströbele ist derjenige, der sich im weiteren Verfahren darum bemüht, dass er vor dem Untersuchungsausschuss aussagt. Und wenn das nicht zugestanden wird, dann eventuell vor das Bundesverfassungsgericht geht, um das dementsprechend herzustellen. Jetzt zum Antrag der Piraten, was ich nicht verstehe. Ihr Antrag ist im November gestellt worden. Wir haben die ganze Diskussion gehabt. Sie wissen genau, wie Berlin in dem Moment in den Mehrheitsverhältnissen steht. Für mich ist das, was Sie jetzt beantragen und gleich abstimmen, falsch. Es ist falsch, weil Sie, ich glaube Ihnen ehrlich, Herr Schwert, dass Sie im Interesse von Snowden tätig werden wollen. Aber das Ergebnis der Abstimmung ist vorhersehbar. Sie wissen ganz genau, CDU und SPD-Fraktionen werden ablehnen, weil das auch die Bundesregierung ablehnt. Und selbst wenn FDP, Grüne und Sie zusammenstimmen würden, das Ergebnis dieser Abstimmung wird sein, der Landtag von Nordrhein-Westfalen lehnt das ab. Und dann ist die Frage, nützen Sie Snowden damit oder schaden Sie ihm? Und ich sage Ihnen, Sie schaden ihm. Sie schaden ihm. Sie machen das für Ihre politische Profilierung. Das können Sie bei allen Themen machen. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber Sie machen es hier zulasten von jemandem, der eigentlich Schutz und Hilfe braucht. Deswegen wäre mein Impuls an Sie, dass Sie an der Stelle sagen, liebe Leute, bevor wir dem Mann starren, verzichten wir lieber auf die Abstimmung, weil wir wissen genau, wie es ausgeht. Das ist eigentlich mein Impuls an Sie. Sie wissen... Entschuldigen Sie bitte, ich will doch gar nicht auf die Verantwortlichkeit raus, dass Berlin entscheidet, das weiß ich auch. Wir können natürlich uns eine Meinung dazu bilden, das weiß ich auch. Wir entscheiden nicht, aber wir können eine Meinung dazu haben. Nur wenn ich doch einen solchen Antrag stelle und genau weiß, wie er ausgeht und als Ergebnis ist in einer halben Stunde festzuhalten, der Landtag von Nordrhein-Westfalen lehnt das Asyl ab, dann macht man... Ach, das ist doch... Ich habe Ihnen doch... Entschuldigen Sie... Herr Kollege Pring, darf ich mal eben Ihren Redefluss unterbrechen? Nein. Aus zwei Gründen. Erstens gibt es eine Zwischenfrage von Herrn Schulz. Und zum Zweiten, Herr Kollege, rüge ich Sie mit ausdrücklich für diesen unparlamentarischen Ausdruck. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen ungehörig, aber das ist eben die Art, wie Sie das manchmal zum Ausdruck bringen wollen. Aber das wird hier eindeutig gerügt vom Präsidium, ist Ihnen klar. So, Herr Pring, lassen Sie die Zwischenfrage zu von Herrn Kollegen Schulz. Natürlich. Das ist nett von Ihnen, Herr Schulz. Bitte schön. Vielen Dank. Herr Kollege Pring, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Herr Pring, Sie haben gerade ausgeführt, antizipiert das bevorstehende Abstimmungsergebnis in diesem Landtag. Sie haben ausgeführt, dass nach Ihrer Einschätzung aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Bund die SPD Nordrhein-Westfalen, wie aber auch die CDU Nordrhein-Westfalen, unseren Antrag ablehnen würden. Sie haben ferner ausgeführt, dass dann, selbst wenn Sie zustimmen und wir zustimmen und die FDP zustimmen, aufgrund der Ablehnung hier im Landtag, wir zustimmen, Herrn Snowden schaden. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Grünen Nordrhein-Westfalen, die hier im Landtag vertreten sind, offenbar mit einer Partei, mit einer Fraktion im Bündnis steht, die Edward Snowden zu schaden bereit ist, indem sie den Antrag ablehnt? Herr Kollege Schulz, Sie können jetzt Klimmzüge machen, wie Sie wollen. Wissen Sie, ich bin lange genug im Parlament und lange genug in der Politik. Wenn ich einen Antrag stelle und absehen kann, ich weiß, dass es eine komplizierte Frage ist, aber ich kann absehen aufgrund der langen Diskussion in der Bundesregierung, wie das Abstimmungsverhalten ist. Und ich kann Ihnen sagen, ich finde den Antrag und den Inhalt und den Tenor richtig. Das habe ich Ihnen auch erklärt, warum. Und ich bin durch Koalitionsverhalten auch gebunden. Aber selbst wenn wir alle drei abstimmen würden, ist das Ergebnis so, wie ich es gesagt habe. Und Sie sind verantwortlich dafür, dass dieses Ergebnis hergestellt wird. Und Sie schaden damit Snowden. Und ich will Ihnen noch einen Satz sagen, einfach nur, weil Sie machen es noch schlimmer eigentlich an der Stelle. Ich weiß, dass es bei den SPD-Kollegen gibt, dass es auch bei den CDU-Kollegen gibt, die sagen, das, was die Amerikaner machen, das, was der Umgang da ist, ist eigentlich nicht richtig. Die SPD hat 150 Jahre Geschichte mit Verfolgung in der Bismarckzeit, in der Nazizeit, in der Kaiserzeit. Die wissen, was politische Flüchtlinge sind. Und Sie machen hier einen Antrag, wo Sie genau wissen, es gibt das Ergebnis. Sie machen es nur für sich, Sie machen es nicht für Edward Snowden. Das ist Ihre politische Verantwortung an der Stelle. Vielen Dank, Herr Priggen. Als nächster Redner spricht für die FDP-Fraktion Herr Dr. Wolf.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Piratenfraktion beantragt sicheren Aufenthalt in Deutschland für einen Straftäter aus den USA. Geheimnisverrat ist kein politisches Delikt zunächst einmal, sondern ein strafrechtliches Delikt, und das dürfte unstreitig hier auch gegeben sein. Allerdings, und das ist nicht zu leugnen, hat Herr Snowden auch durch die Offenlegung über die anlasslose, massenhafte Datensammlung und Speicherung der NSA bezüglich deutscher und auch europäischer Bürger uns in Kenntnis gesetzt von einem Fehlverhalten der NSA, was unserem Rechtsverständnis sicherlich nicht entspricht. Für diese, Herr Prigent, schwierige Lage, einen internationalen Strafrechtskonflikt, hat unsere Rechtsprechung in der Vergangenheit die sogenannte Radbruchsche Formel angewendet, bei der es darauf ankam, möglicherweise abzuwägen zwischen dem positiven Recht auf der einen Seite und einer wie auch gearteten Gerechtigkeit auf der anderen Seite, so nach dem Motto, was Recht ist, kann trotzdem Unrecht sein. Und genau das ist die Frage, ob das greift. Wir haben das in der Vergangenheit gehabt bei der Aufarbeitung des nationalsozialistischen Unrechts und auch bei den Mauerschützen aus der DDR. Da ging es darum, dass was ihnen dort gestattet war, jedenfalls nach unserem Rechtsverständnis, allgemeinem Rechtsverständnis, nicht gestattet sein kann. Das Kriterium ist unerträgliche Ungerechtigkeit. Und die Frage ist, ob das, was dabei der Rechtsprechung im Hinblick auf Mord und Totschlag entwickelt worden ist, ob dieser Gedanke jetzt auch übertragen werden kann auf das, was in Amerika sozusagen von Seiten Herrn Snowden als Tatbestand verwirklicht worden ist, im Sinne von, dass wir das so nicht gelten lassen. Und diese schwierige Frage ist natürlich nicht einfach zu klären. Im Gegenteil, es ist, wenn man abwägt zwischen dem, wo das bisher stattgefunden hat, die Radbruchsche Formel, eher natürlich etwas entfernter. Es ist ein inakzeptabler Vorgang, was dort passiert ist, aus unserer Sicht, aber doch weit entfernt von den Taten, die bislang in der Diskussion standen, wenn es um die Frage Strafrechtskonflikt zwischen verschiedenen Rechtssystemen. Der zweite Punkt, die Zuständigkeit. Das ist von allen Rednern außer den Piraten natürlich auch sehr deutlich artikuliert worden. Sie liegt ausschließlich beim Bund, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn es um die Entscheidungsreife geht, dann muss man festhalten, dass die Untersuchung längst nicht abgeschlossen ist. Gerade heute tagt der NSA PUA und wird einen Beschluss über die Zeugenvernehmung Snowdens in Moskau fassen. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Herr Sensburg, hat im Übrigen auch noch mal sehr deutlich gemacht, dass es bislang jedenfalls keine Zulieferung von Unterlagen durch Herrn Snowden gegeben hat. Deswegen wird die Befragung, die mögliche Befragung von Herrn Snowden abzuwarten sein. Letztendlich entscheidet die Bundesregierung, meine Damen und Herren, unter Berücksichtigung der außenpolitischen und transatlantischen Belange. Und diese Entscheidung ist nicht vom Landtag zu treffen, sondern auf der Bundesebene und insofern von uns auch abzuwarten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Und nun spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, dass die Debatte heute, aber wie die Debatte in den vergangenen Monaten zu dem gleichen Themenkomplex in den Ausschüssen, wie ich finde, deutlich gezeigt hat, wir sind uns einig darin, dass der Mut und die Leistung Edward Snowdens hier von niemandem ernsthaft bezweifelt wird. Dass zweitens eine flächendeckende Überwachung jeglicher privater und staatlicher Kommunikation ohne Rechtsgrundlage nach deutschem Grundrecht eine Straftat darstellt. Und drittens, dass nach meinem Empfinden der Wunsch besteht, Edward Snowden als Zeuge in dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu vernehmen. Meine Damen und Herren, dieser Wunsch ist ganz offensichtlich auch auf Bundesebene vorhanden. Und da der Untersuchungsausschuss zur NSA-Affäre Anfang Mai beschlossen hat, genau diesen Edward Snowden als Zeugen zu hören. Es ist auch nicht Sinn und Zweck dieses Hohen Hauses, Antworten auf die Fragen zu finden, die sich auf Bundesebene stellen und auch dort beantwortet werden müssen. Hier müssen einfach die Regeln des Föderalismus und die vorgegebenen Grenzen der Zuständigkeiten zwischen Landesparlament, Bundestag und einem in eigener Zuständigkeit handelnden Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages beachtet werden. Im Übrigen ist auch die Frage, ob ein Auslieferungsgesuch der USA
entschieden wird oder nicht entschieden wird, keine Frage der Politik. Darüber wird in Deutschland kein Parlament zu entscheiden haben. Es wird ausschließlich eine Frage sein, mit der die Justiz sich zu befassen hat. Von daher glaube ich, dass wir gut beraten sind, den Antrag der Piraten abzulehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Und für die Piratenfraktion hat sich noch einmal zu Wort gemeldet Herr Kollege Schwert. 23 Sekunden sind dann auf dem. Das ist gut. Ja, ich möchte natürlich sehr gerne auf Herrn Priggen antworten. Das ist natürlich eine ganz schöne Doppelmoral, die sich hier offenbart, wenn Sie in anderen Ländern ähnliche Anträge einreichen, die Sie von den Piraten falsch finden. Der Wunsch, Druck auf die Politik auszuüben, der kommt unmittelbar aus dem Unterstützerumfeld Edward Snowden. Denn gehen Sie mal davon aus, dass der Herr Ströbele nicht der Einzige ist, der Kontakt in diese Szene hat, nur dass wir uns damit nicht so profilieren. Wenn Ihnen das nicht gefällt, wenn Ihnen das nicht gefällt, dass wir einen entsprechenden Antrag gestellt wird, dass er dann abgelehnt wird hier in diesem Plenum, dann kann das kaum unser Fehler sein, die wir wohl Ihnen stellen. Was schadet denn, bitteschön, was soll das mehr schaden, hier eine Ablehnung in dem Landtag, als die Haltung der Bundesregierung, die wir hier erleben? Es ist nämlich die Bundesregierung, die untätig ist. Sie verletzt ihren Amtseid. Oliver Welke hat im ZDF gesagt, der Rechtsstaat ist offiziell im Arsch. Das versetzt uns in die Pflicht, unsererseits dagegen zu handeln. Und das könnten wir tun, indem wir von hier aus über den Bundesrat auf die Bundesregierung Druck ausüben. Und da die Bundesregierung offenbar hier zum Jagen getragen werden muss, müssen wir das von hier aus tun. Herzlichen Dank. Jo, vielen Dank, Herr Schwert. Damit sind wir am Ende der Debatte und kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für Europa und eine Welt empfiehlt in der Drucksache 19/579 den Antrag Drucksache 19/439 abzulehnen. Wir stimmen deshalb nicht über die Beschlussempfehlung, sondern über den Antrag Drucksache 19/439 selbst ab. Die Fraktion der Piraten hat gemäß § 44 unserer Geschäftsordnung eine namentliche Abstimmung zu dem Antrag beantragt. Nach Absatz 2 dieses Paragraphen erfolgt die namentliche Abstimmung durch Aufruf der Namen der Abgeordneten. Die Abstimmenden haben bei Namensaufruf mit Ja oder Nein zu antworten oder zu erklären, dass sie sich der Stimme enthalten. Ich bitte nunmehr meine Kollegin, mit dem Aufruf zu beginnen. Und wir fangen an mit dem ersten Namen. Bitte um Konzentration. Dauert einen Moment, wissen wir alle, wir kennen die Übung ja. Und nun legen wir los. Herr Abel. Ach so. Ah. Entschuldigung, es war nicht eingeschaltet. Herr Abel. Herr Abrussat. Herr Dr. Adelmann. Herr Alder. Frau Altenkamp. Frau Andres. Frau Asch. Herr Basch, Herr Bayer, Herr Becker Andreas, Herr Becker Horst, Frau Beer, Frau Dr. Beisheim, Herr Bell, Frau Benninghaus, Herr Vandenberg, Herr Dr. Berger, Herr Dr. Berger, Herr Berkan, Herr Dr. Bergmann, Herr Beul, Herr Bialas, Herr Biesenbach, Frau Birkan ist nicht da, Herr Bischof, Frau Blask, Herr Börner, Herr Börschel, Freifrau von Böselager, Herr Bolte, Herr Bombis, Herr Professor Dr. Bovermann, Frau Brandt, Frau Brems, Herr Breuer, Herr Brockes, Frau Dr. Bunse, Herr Burkhardt ist nicht da, Herr Busen, Herr Busen,
Herr Dahm. Herr Deppe. Frau van Dinter. Frau van Dinter. Okay. Frau de Morsch-Schweren. Frau Dockmeier. Herr Dr. Droste. Herr Dudasch. Frau Düker. Herr Düngel. Herr Düngel ist heute entschuldigt. Herr Eiskirch. Herr Ellerbrock. Herr Engstfeld. Frau Fasse. Herr Fehring. Herr Feuß. Herr Fortmeier. Frau Freimuth. Entschuldigung. Herr Fricke. Herr Ganske. Herr Gabrecht. Herr Gabrecht. Okay. Herr Gatter. Frau Gebauer. Frau Gebhardt. Herr Geier. Frau Gödecke. Herr Goldmann. Herr Golland. Frau Gruchowiak-Schmieding. Herr Große-Brömer. Herr von Grünberg. Herr Grundahl ist entschuldigt. Frau Güler. Herr Hart. Herr Dr. Hachen. Frau Hack. Herr Hafke. Herr Hahnen. Frau Gabriele Hammelrath. Frau Helene Hammelrath. Okay. Frau Hanses. Frau Hanses. Herr Hausmann. Herr Hegemann. Herr Heinrichs. Frau Hendricks. Herr Hendricks, Herr Herrmann, Herr Herter, Herr Hilser, Herr Höhne, Herr Hovenjürgen, Frau Hove fehlt, Herr Hübner, Herr Jäger, Herr Jahl, Frau Jansen, Herr Jörg. Herr Jostmeier. Herr Jung. Herr Kämmerling. Herr Kaiser. Herr Kamit. Herr Kerkhoff. Herr Nikolaus Kern. Herr Walter Kern. Herr Keimes. Frau Kieninger. Herr Glocke. Frau Klöpper. Herr Körfges. Frau Köpern. Nein. Frau Korte fehlt. Herr Kosiski. Frau Kraft fehlt auch. Herr Kramer. Herr Krick. Herr Krückel. Herr Krüger. Herr Kruse. Herr Kruse. Herr Kufen. Herr Cooper. Herr Cooper. Herr Kutschaty. Herr Lammler. Herr Laschet. Herr Lienkämper. Herr Lindner. Herr Löcker. Herr Lohn. Frau Lück. Frau Lüders. Herr Lörbke. Frau Lux. Frau Maaßen. Herr Melzer.
Herr Markert? Herr Marquardt? Herr Marsching? Herr Meesters? Frau Middendorf? Frau Milz? Herr Möbius? Herr Moritz? Herr Moritz? Herr Mustafizade? Herr Hans-Peter Müller? Herr Holger Müller? Frau Müller-Witt? Herr Münchow? Herr Münstermann? Herr Nettelkofen? Herr Nettelstroth? Herr Nettelstroth, okay. Herr Neumann? Herr Nückel? Herr Oliak? Herr Dr. Obtendrink? Herr Ortgies? Nein, war da nein? Herr Dr. Ort? Herr Ott? Herr Dr. Papke? Herr Dr. Paul? Frau Josephine Paul? Frau Philipp? Frau Pieper? Herr Post ist nicht da. Herr Preuß? Frau Preuß-Buchholz? Herr Priggen? Herr Rahe? Herr Rasche? Herr Rehbaum ist nicht da. Herr Römer? Herr Rohwedder? Herr Rüsse? Frau Ruckemper? Frau Rydlewski? Frau Ute Schäfer? Frau Verena Schäfer? Frau Scharrenbach? Frau Scharrenbach? Okay. Herr Schatz? Herr Schäffler? Herr Schemmer? Herr Schick? Herr Schittges? Herr Schlömer? Herr Schmalenbach? Herr Schmelzer? Herr Schmitz-Henrik? Frau Ingula Schmitz? Frau Schneckenburger? Herr Guntram Schneider? Herr René Schneider? Frau Susanne Schneider? Herr Schultheis? Herr Schulz? Frau Schulze ist nicht da. Frau Schulze-Vöcking? Herr Schwert? Herr Seel? Frau Dr. Seidel? Herr Siewicke? Herr Siewicke? Okay. Herr Sommer? Frau Spanier-Oppermann? Herr Spieker? Herr Spieker? Dr. Stamp ist nicht da. Herr Stein? Frau Steininger-Bludau? Frau Steinmann? Herr Professor Dr. Dr. Sternberg? Herr Stottko? Frau Stotz? Herr Sundermann? Herr Ten Humberg? Herr Thiel? Herr Töns? Herr Tütenberg? Herr Tütenberg? Okay. Herr Ünal? Herr Uhlenberg? Frau Felte? Herr Alexander Vogt?
Frau Petra Vogt. Frau Vogt-Küppers. Frau Fosseler. Herr Fussem. Frau Wagner. Frau Warden. Frau Wattermann-Krass. Herr Weckmann. Herr Wedel. Herr Wegner. Herr Weiß. Herr Weske. Herr Axel Wirz. Herr Axel Wirz. Herr Josef Wirz. Nein. Herr Witzel. Herr Dr. Ingo Wolf. Herr Sven Wolf. Herr Wüst. Herr Jetim. Herr Yüksel. Frau Zentis. Und Herr Zimkeit. Vielen Dank, Frau Kopper, für die Verlesung der Namen. Das war eine schöne Lesung. Und jetzt haben wir die Antworten gehört. Ich frage nach, ob es Nachmeldungen gibt. Gibt es Kolleginnen und Kollegen, die... Bitte schön, nehmen wir sie auf. Ja. Bitte die Hand hoch, sehr gut. Frau Gebhardt. Frau Gebhardt. So, eben gucken. Und Herr Gabrecht. Herr Neumann. Ja, ich gucke sofort. Herr Neumann. Moment, wo ist er? Da ist er. Ja. Frau Fasse. Wer war noch von der CDU-Fraktion? Können wir noch mal fragen? Gibt es noch jemanden, den ich jetzt vergessen habe, aufzurufen? Okay, dann sind wir, glaube ich, durch. Gut, vielen Dank. Damit ist die Abstimmung geschlossen und ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer um die Auszählung und dann um das Ergebnis. Danke. So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein Ergebnis. Ihre Stimme abgegeben haben 213 Abgeordnete, mit Ja haben gestimmt 18 Abgeordnete, mit Nein haben 194 Abgeordnete gestimmt und ein Abgeordneter hat sich der Stimme enthalten. Damit ist der Antrag 4439 mit großer Mehrheit hier im Hohen Hause abgelehnt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 7.